Mehr Leben? Oh yeah, das ist geil. Okay, es geht sogar, wenn man schnell genug wegrennt. Nun denn, wie gesagt, und dann am Freitag, da waren wir auch noch da. Das heißt, wenn man es genau nimmt, war ja nur ich und eine Kollegin da. Und ein anderer Kollege, den wir aber nie gesehen haben, weil der hatte so EA-VIP-Tickets oder so irgendwas in der Richtung. Ja, auf jeden Fall. Dann am Freitag haben wir gesagt, gut, wir wollten ganz früh los, um uns irgendwas hier anzugucken auf der Gamescom. Teleport. Um zumindest irgendwas angucken zu können. Aber dann wieder zurück. Bin ich erstmal wieder zurück. Um zumindest irgendwas angucken zu können, dann sind wir eigentlich... Zuerst wollten wir zu Watch Dogs. Da war aber schon eine 3-4 Stunden Schlange. Eine 3-4 Stunden Schlange, also schon ziemlich derbe. Irgendwie fehlen die ganzen Ritter. Da war aber auch schon Wiesenschlange gewesen. So gut. Gehen wir noch bei Titanfall gucken. Zack, war einfach aus, wenn man da riesige Schlangen. Dann sind wir einfach zur Oculus Rift und haben gesagt, gut. Oh, cool. Ah, so ging das. Sind Titanfall und dann sind wir so Oculus Rift. Da haben wir jetzt, glaube ich, 2 Stunden gestanden. Ja, das passiert auch. Sind wie gesagt 2 Stunden gestanden, aber es ging. War cool, das mal auszuprobieren, nur sind die Dinger anscheinend nicht optimiert für Brillenträger. Ich habe nichts gesehen, war so ultras unscharf. Und dann hat ein Kollege gemeint, ja, das muss man, kann man einstellen auf Brillenstärken oder so. Ich so, oh ja gut. Ich bin da hingegangen mit Brille und die haben nichts gesagt. So, ne, wir waren nichts, dass man die einstellen kann. Bla. Was ziemlich nervig war, finde ich. Weil, ey, du hast sowas Cooles. Also es sah auf jeden Fall trotz des obwohl es so verschwommen war, assi cool aus. Du hast aber auch gesehen, dass die Auflösung ja, nicht das Beste war. Würde ich jetzt mal so behaupten. Da waren wir doch schon. Ich erinnere mich an den da. Na gut. Dann gehen wir da. Und ja, da konnte man Hawken ausprobieren mit der Virtual Reality Brille. Also ich habe von Leuten gehört, die keinen Brillenträger waren. Ach stimmt, man muss da runter. Dass es, naja, ein bisschen verschwommen war. Weil dass die Auflösung nicht so genial ist, aber wenn man sich überlegt, ist trotzdem toll. Finde ich jetzt. Aber gut. Das konnten wir zumindest ausprobieren und dann sind wir trotzdem nur am Freitag rumgelaufen. Mehr nicht. Mehr hat dann da die Zeit auch nicht gereicht. Nun gut. Jetzt kommt glaube ich der Boss. Nee. Kann ich doch. Nein. Scrooge. Jalo. Da kommen 2. Das ist fies. Aber so geht's natürlich. That's so tough without your army helmet, eh? The gang in Sing Sing finds out you were knocked flat by an old guy in his cane. Yeah, thank you, lad. Yeah? Well, you better be careful where you go poking around, McDuck, or you's gonna have much bigger problems than me. So long. Now, what you suppose he meant by that? Ach, it doesn't matter. Quick, lad, see if there's a scrap of paper lying about. You mean like this one, Uncle Scrooge? Ja, der hat's nicht gesehen. This is the last piece of the riddle. But what to do? That's what I'm about to find out. Quick, lad, go meet Webby and the others at the entrance. And all of you, stay put. Nun gut. Dann haben wir das ausprobiert.
Und das war's dann eigentlich. Dann sind wir wieder freitags zurück. Nach einer ewig langen Autofahrt, weil wir waren so ultras auf dem Stau. Wir waren im Stau. Dann hat uns Navi eine Umgehungsstraße angezeigt und da war auch Stau. Und, Alter. Fahrt einfach so ewig wieder. Man muss aber auch eins sagen, Köln hat ein verdammt bescheuertes Nahverkehrssystem. Weil du musst, um irgendwo hinzukommen, 15.000 Mal in den Bus einsteigen. Ohne Witz. In Mannheim ist es 10 Millionen Mal besser. Da fährt fast jede Bahn zum Hauptbahnhof. Also fast jede. Es gibt nur wenige. Busse fahren dann so zwischendrin noch. Also wenn du irgendwo hin willst, fährst du zum Hauptbahnhof und dann von dort aus kommst du in jeden Stadtteil, würde ich behaupten. Tu. Gott. Puh, ich möchte ihn töten. So. Frieda. Is that you? Spiegel. It most certainly is. Why, just look at all these cobwebs. This place could use a woman's touch. You're worth your weight in gold, Mrs. Beakley. If you'll pardon the expression. Oh, of course. But I'll find my own way out, thank you very much. Haha, jackpot! Ja, Mann, nochmal extra Leben. Ja, das war's eigentlich auf der Gamescom. Ich fand's ziemlich lustig, da einfach mal zu sein. Du musst doch irgendwas aktivieren. Ich glaub's nicht. Geil, ich werde mich damit nicht gut beschaffen. Befassen. Yeah. Und dann. Was haben wir dann gemacht? Ah, wir sind wieder hier in dem Raum. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wo es weitergeht. Aber das Level war bisher gar nicht so schwer. Und dann habe ich vor kurzem The Last of Us mal durchgespielt, mal nachgeholt. Habe es mir in der Videothek mal ausgeliehen und einfach durchgespielt. Und meine Fresse, ist das ein geniales Spiel. Da waren wir schon, da war ja nichts. Meine Fresse, ist das ein geniales Spiel. Das ist einfach so. Gut, man muss sagen, ich hatte mal wieder assi Probleme mit dieser verkackten Controller-Steuerung. Man ist es vom Maus einfach gewohnt, schön schnell schießen zu können und assi schnell auf Sachen reagieren zu können. Geht aber mit dem Controller nicht. Ich muss erstmal ganz gechillt zielen, dass du überhaupt triffst. Vor allem in dem Spiel, wo ja Munition so assi wichtig ist. Und so herrar, wenn ich mal behaupten. Können wir da irgendwie mal hin? Und ja, damit habe ich Probleme und das Spiel hat ein ziemlich krasses Motion Blur. Da hatte ich nach einer Zeit echt Kopfschmerzen von. Ich habe das Spiel jetzt innerhalb von knapp 3 Tagen durchgespielt, habe irgendwie 18 Stunden Spielzeit. Kann man nicht meckern, ist auf jeden Fall total geil. Und hat so eine der besten Stories, finde ich. Überhaupt. Ich glaube, ich muss wieder relativ zum Anfang zurück. Irgendwo ist dann da der Geheimgang, den ich öffnen kann mit diesen Scrolls. Ah, guck mal. Das sieht doch noch was aus. Fuck, mein Pogo-Sprung wird unterbrochen. Well, that escalated quickly. Das geht eigentlich. Ah, das Level ist gar nicht so schwer im Moment. Noch. Aber ich habe jetzt schon 5 Herzen. Je mehr Herzen ich habe, desto weniger Probleme werde ich in den Level haben, wo ich bisher Probleme hatte. Okay. Das war ein guter Grabstein. Wenn mir das dann so ausdrückt. Und zack. Bald muss eigentlich der Bossfight kommen. Ja doch, da waren wir doch schon. Naja, da waren wir doch schon. Alter, mit dem Controller rumspacken ist, wenn der da mal einen Probesprung macht. Jo.
Da. Ah, wusste ich doch. Hier gibt es immer einen Geheimgang. Now that I've got all three parts of the magic spell, I'm one step away from finding Dracula's lost coin. Hold on a second. I thought you said there's no such thing as Dracula. Aye, I did, but it's been a rather informative day. A few hours ago, I would have told you there wasn't such a thing as ghosts or walking skeletons either. Huh? Never mind, kids. I'm going to find the treasure, and then we can get away from this horrid place. Achso, okay, das war's noch nicht. Die Augen einen verfolgen. Von den Bildern, das ist cool. Ich weiß, ich habe auch im NES Original sehr lange gebraucht, um den Weg zu finden. Zum Boss. Und wenn der Boss hier genauso ist wie im NES Original, dann wird das echt nervig. Ah, egal. Das war jetzt richtig dumm. Nur den Last of Us gespielt und ist das Spiel toll. Es hat so eine schöne Story. Inszeniert sich auch toll und ist auch so einer der wenigen PlayStation-Spiele. Oder einer der wenigen Spiele heutzutage, das war jetzt ganz schön böse gegen PlayStation. Die nicht so zwar an sich gute Grafik haben, aber an irgendwelchen Stellen so mega schlechte Texturen. Ist mir ein Beispiel von jetzt nämlich aufgefallen. Läufst du an Rosen vorbei und das ist einfach so eine gammelige 2D-Textur. Und ich mir denke, das kann die PlayStation 2 besser. Und das finde ich dann schon irgendwie ein bisschen erbärmlich. Da war der Geheimgang. Ich glaube, das gibt's in jedem Level, oder? So extra Leben. Aber ist das echt nur ein unglaubliches Erlebnis. Ich weiß nicht, ich wiederhole mich gerne und oft. Das ist fast meine Masche geworden. Was ist denn damit? Oh. Oh, da stehen die ein bisschen schlecht. Kommt der überhaupt zu weit? Gut, das war ein bisschen blöd. I have to admit. Wo ist der Geheimweg? Das ist zum Beispiel was, wo wir noch nicht waren. Ah, Mist. Ich werde wahrscheinlich den Weg nicht finden und deswegen sterben. Nicht, weil das Level nicht so schwer ist, sondern weil ich den Weg einfach nicht finde. Ah, nerv nicht. Viele Sachen ich noch übersehen habe. Und was man halt auch an The Last of Us merkt, ist, das liegt aber wirklich an der PlayStation, das ist fast kein Anti-Aliasing mehr. Und die Steuerung ist halt echt komisch, weil das ist so wie in Dead Space 1, da zieht die Kamera immer nach. Ist verschwommen so ein bisschen. Auch wie gesagt, wahrscheinlich auch ein Effekt durch Motion Blur, der halt echt extrem ist. Kann eigentlich nur noch irgendwo im Rail-System versteckt sein. Sonst kann ich mir echt nicht vorstellen. Is there no end to this madness? This is madness.
Ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach, ich werde wahrscheinlich demnächst ein Let's Play nochmal neu auflegen, und zwar Tarzan. Der Geist, ey. Voll auf den Geist. Und auf geht's. Is there no end to this madness? Nearly lost my heart on that one. Puh, ich bin da wieder ins Untere. Ich glaube, du musst nämlich ins Obere rein. Nee. Irgendwas ist da noch, was ich nicht gesehen habe. Da oben, das sieht immer so aus, dass du da reinkommst. Ah, okay. Oh, das ist der Raum. Ah! Oh, jo. Oh, close. Okay, das war nix. Ja, da war doch noch ein Weg. Boah. Der normale Weg hier. Wo führt der denn hin? Ah, der ist dieser Magic Room. Den ich nicht gefunden habe. Stimmt, ist hier der Weg und dann. Hundertprozentig. Ja, lol. Jetzt mal einfach so. Echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, da ist noch Geld. Gibt es irgendwie einen Hinweis? Weil, selbst wenn man auf der Karte guckt, habe ich ja alles. Ja, gibt's ja noch voll viel zu finden. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Auch auf der Karte ist ja nix. Oh Mist, das war jetzt richtig dumm. We waited here just like you told us, Uncle Scrooge. You won't have to wait much longer, my dear. Now that I've got all three parts of the magic spell, I'm one step away from. Und Witz ist es nicht das Level, das ich töte, sondern einfach nur der Weg, den ich nicht finde. Es ist bestimmt wieder so einfach. Immer bei Sachen, wo ich nicht direkt finde. Immer so irgendwas total Banales. Ach, das pointet jetzt mal anders.
Der ist fies gerade gewesen. Ja, da hinten ist die Strecke, die man dann fährt. Ist ja cool. Hübsches Detail. Dann kann ich ihn dadurch und dann nicht. So. Ja, hab ich mir gedacht. Ich hasse sowas in Spielen. Wenn ich einfach so einen dummen, einfachen Weg nicht finde. Oh meine Güte. Ja, das ist so einfach. Auf den Geist hinterher. Da oben kann man noch gehen, aber da kann ich ja jetzt nicht mehr hin, weil ich es verbauen habe. So, vergiss das. Das gibt's auch im NES. Vorstellen. Ich bin jetzt da nochmal durch. Ich kenne bloß den Schimmer. Wirklich keine Ahnung. Und ich finde immer noch Geld zumindest. Auge in den Hintergrund. Na. No. Ich weiß, im Original waren es so ein Doppelteleporter, den man dann gleich am Anfang hat, aber das, die Level sind halt auch geändert. Man sind ein paar Sachen behalten, ein paar Sachen sind anders. Was ich ja cool finde, so generell. Ich habe ein paar Sachen neu gemacht, aber ich bin tot. Ich würde sagen, ich mache einfach mal eine Pause. Ich meine, die Level sind jetzt eigentlich ziemlich gut. Wir werden dann einfach in der nächsten Folge es nochmal versuchen. Vielleicht finde ich dieses Mal den Geheimgang. Life Maker over and out.